Moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Runde Let's Play Gothic 1, dritte Folge heute. Ja, wir haben jetzt hier gerade eben in der letzten Folge mit Diego gesprochen und unser Auftrag ist ja nach Questlog, dass wir im alten Lager aufgenommen werden sollen und soll mich bei Torus melden und dann gehen wir einfach mal zu Torus und melden uns bei dem und quatschen mit dem einfach. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez-Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. 1000 Brocken, okay, wir haben gerade einen. Mal gucken, was du jetzt sagst, wenn ich ihm sage, ich hab die 1000. Ich hab die 1000 Brocken, Erz. Lass mich in die Burg. Verarsch mich nicht, Kleiner. Du hast keine 1000 Brocken, Erz. Okay, also... ich muss in die Burg, ich habe einen Brief der obersten Feuermagier. Das sagen wir am besten nicht, weil Diego hatte uns gesagt, sobald einer zu den Feuermagiern kommt, schlitzt er uns den Arsch auf für diesen Brief. Also sagen wir das mal besser nicht. Ich weiß nicht, ob wir Gomez da trauen können. Also, ach Gomez, hier, Torus ist das ja, aber ich sag einfach mal das andere hier. Ich will für Gomez arbeiten. Ach, und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego, entscheidet du, warum setzt du auf die Probe? Okay, ich will erstmal das hier. Stellst du mich nicht auf die Probe, so einfach, ne? Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Okay, also ist Diego für uns verantwortlich. Trotzdem fragen wir mal, ob er nicht eine Aufgabe hat. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein, die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Okay, wir bedrängen ihn mal weiter. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ja, dann sag doch mal an. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Okay, also die vom neuen Lager, die sind die Leute, die das Erz zusammenkratzen, damit die Magier die Barriere sprengen können mit dieser Kraft des Erzes. Also die sind anscheinend dadurch schon mal gut gerüstet, dass die Magier auf deren Seite stehen. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Ja, okay, also uns können sie ruhig umlegen dann, wa? Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt.
Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. So, Mordrak, war das nicht der Typ, den die da vorne, diese Jäger, uns empfohlen haben, dass wir zu dem gehen sollen und Waffen kaufen sollen für günstig Erz? Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Okay. Ich kümmere mich darum. So, dann haben wir das also schon mal. Wegen Mordrak können wir hier sagen, ich muss in die Burg. Das wollen wir nicht sagen, also haben wir noch das eine hier offen. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Okay, also haben wir das mit dem hier auch schon mal geritzt, das ganze Gespräch. Und weil das Gespräch lang genug gedauert hat, speichern wir jetzt erstmal. So, 003, dritte Folge, bam. Zack, also gehen wir erstmal direkt wieder zu Grimm, haben wir hier noch. Aber wir sprechen erstmal mit Diego, wir wollen erstmal das jetzt weiterhaben. Ich habe mit Taurus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Tja, schieß los. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Man muss eben aufpassen, was man auch erzählt. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Taurus. Und den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Okay, also wir werden das auf jeden Fall so handhaben. Wir können uns ja drei Lagern anschließen und wir werden bei allen drei Lagern die, ich denke mal, die ganzen Quests erledigen, dass wir aufgenommen werden können. Damit wir einfach die ganzen Erfahrungen dafür bekommen und die ganzen Belohnungen und so weiter. Aber ich denke so vom Gefühl von mir her, schließe ich mich hier beim alten Lager an. Weiß ich nicht, bin ich gerne so der Dieb von den ganzen anderen Leuten und so ein Sumpfspinner bin ich jetzt auch nicht, der den ganzen Tag nur Kraut raucht. Hört sich hier am vernünftigsten an, deswegen sprechen wir einfach mit dem erstmal weiter und werden die Quest für den erstmal erledigen, werden aber auch nicht direkt, sag ich mal, wenn wir die ganzen Sachen geschafft haben, uns hier annehmen lassen, sondern erstmal zu den anderen Lagern gehen und gucken, was da so noch zu erledigen ist, weil sonst würden diese ganzen Quests ja wegfallen. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Okay, Fingers kann uns also was beibringen. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Also müssen wir die Liste schon mal holen. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Wird's ihm ausrichten. Ist ja jetzt nicht so, kann ja jeder behaupten, dass Diego ihn schickt. Okay. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir.
Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Ja, nice, dann braucht dann schon mal eine Karte. Was kann er uns beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Das ist gut. Also hier können wir schon mal die Stärke und so leveln, aber wir lassen erstmal unsere Punkte übrig. Ich komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Hat das jetzt was gekostet? Muss man kannst mal du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst. Bei ihm kostet zum Beispiel Geschick und sowas nichts. Das ist schon mal nice. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. So. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Okay, also können wir bei ihm erstmal dann unseren Status abfragen. Wie weit wir ja das Vertrauen von anderen gewonnen haben. Ansonsten, wie wir hier in andere Häuser reingehen, ist nicht so sinnvoll, weil dann kommen die Leute eigentlich und hauen einem eins aufs Maul. Jetzt gerade hier in dem Haus nicht. Oh, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, jetzt hier was zu stehlen, aber auf jeden Fall speichern wir mal eben, damit wir das Gespräch nicht nochmal machen müssen, falls wir jetzt hier was Falsches machen oder gleich irgendwo abnippeln, wenn wir was machen. Sprechen wir einfach mal mit dem Nächsten. Erstmal müssen wir natürlich jetzt erstmal labern und herausfinden, wo wir hier alles finden, wie das Lager aussieht und wer uns was bieten kann. Also müssen wir einfach mit dem Nächsten labern. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Erstmal abwarten. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Okay, das haben wir ja gerade alle schon gehört. Können wir mal eben fragen, was er hier noch zu sagen hat zu seiner Prüfung. Wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Okay, dann haben wir die Namen schon mal von den anderen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Okay, also haben wir schon mal den Dexter, Slayer und Fingers. Schatten, der hat uns ja nichts zu sagen, denke ich mal. Gucken wir jetzt einfach mal weiter, was die anderen noch sind, die mit uns labern können. So, was willst du denn? Wenn du meinst, das passiert mir nicht. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Okay, was, wenn ich Ärger habe? Okay. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Okay, kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe Ärger, haben wir ja nicht. Kannst du mir sagen, okay, fragen wir auch nochmal. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an
ihn kannst du dich halten. Okay, dann haben wir eigentlich schon mal die ganzen Leute zusammen. Er kann uns die halt nochmal aufzählen, wenn wir das nochmal wissen wollen, wenn wir vergesslich sind. Eine Pfanne. In seiner Haut liegt alles auf. Kann ich die Pfanne nicht benutzen? Ich will was braten. Nö, kann ich anscheinend nicht. Schade. Hier unten ist jetzt erstmal gerade nichts. Gehen wir einfach mal da hin. Ne, komm, gehen wir hier vorne hoch und dann oben an der Mauer mal entlang. Das Tempo, was wir jetzt hier drauf haben, das ist so dieses Lauftempo. Wir können auch noch ganz normal gehen und wir können auch springen. Dann macht man halt so einen kleinen Satz immer. Aber, weiß nicht, können wir mal irgendwann später machen. Jetzt am Anfang ist es noch nicht bei den kurzen Strecken. So, Gardisten, Schatten, die bewachen hier einfach nur alles. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Okay, soll das, was haben wir denn? Wir müssen durchgucken, was wir jetzt da haben. Soll das eine Drohung sein? Soll ich Schutzgeld zahlen? Kann auf mich selbst aufpassen? Warum nicht? An wie viel Erz hattest du gedacht? Ich will kein Schutzgeld zahlen. Vor allem haben wir ja eh nichts. Wir haben einen Erz. Und, fragen einfach mal, wie viel Erz. Warum nicht? An wie viel Erz hast du denn gedacht? Nicht viel. 10 Erz. Mehr brauche ich nicht. Ich habe gerade keine 10 Erz. Dann nehme ich das, was du hast. Ist schon okay. Du kannst ja beim nächsten Mal die volle Summe zahlen. Lass mal sehen. Ich nehme auch kleine Spenden. Es ist der gute Wille, der zählt. Danke für das Erz, Kleiner. Von jetzt an werden wir ein Auge auf dich haben, solange du im Lager bist. Das ist doch nicht schlecht. Also für ein Erz hat sich das jetzt noch gelohnt. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Kann ich da mal vorbei? Ja, okay, das passt doch ganz gut. Jetzt dafür, dass wir ein Erz gezahlt haben, fand ich das jetzt ganz günstig. War statt 10, jetzt 10 wäre auch okay, aber 1 ist natürlich sehr nice. Speichere ich jetzt mal eben ab. So, und dann sprechen wir mit dem Nächsten. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baal Taran, von der Bruderschaft des Schläfers. Baal Taran, das ist auch so ein Alter, so das sind die aus dem Sumpf, die aus dem Sumpflager, diese alten, Krautraucher. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Lass uns lieber über was anderes reden. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Okay, wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt, aber Baal Parves müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Also, der kann uns auf jeden Fall dahin bringen. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen, vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen 1000-jährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen,
werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Ja, wenn man das Kraut raucht, sieht man den, genau. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kur Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ich will dort jemanden treffen. Wie gesagt, das mit dem Feuermagier behalten wir mal für uns. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist es. Es ist einer der Magier. Oh, tja. Die kommen wirklich nie raus. Da musst du schon in die Burg rein. Was willst du denn von denen? Magische Runen kaufen? Oder Tränke? Ja, stimmt genau, sagen wir einfach. Stimmt genau. Wusste ich's doch. Was will ein Typ wie du auch sonst wohl von den Magiern? Ich kann dir einen guten Rat geben. Vergiss die Magier. Die nehmen viel zu viel Erz für ihren Kram. Bei uns im Lager kannst du viel billiger an magische Runen und Tränke herankommen. Ja, okay. Dann haben wir das schon mal. Das mit dem Helfen, da hat er nichts zu sagen. Also haben wir jetzt wieder viel gelabert, aber wir haben auf jeden Fall die Alternative bekommen, dass wenn wir ein Sumpfheini werden, dass wir dann auch über einen Kurier in die Burg kommen können. Also die nächste Alternative, man kann sich wirklich den drei Lagern anschließen. Mal gucken, wie wir als einer vom neuen Lager da reinkommen. Das sehen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.